Moin Moin, Freunde der römischen Tanzkunst. Immer wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie ihr es im Titel schon gelesen habt, es gibt mal wieder etwas aus Frankreich. Jo, habe ich euch schon eine ganze Menge vorgestellt. Kann ich euch unten auch gerne wieder ein paar Sachen mit verlinken. Ja, Frankreich bringt gefühlt um jedes Jahr was Neues raus und auch ganz viel Verschiedenes. Deswegen wird es natürlich davon noch eine ganze Menge geben und finde es auch nicht langweilig. Ja, der Inhalt ähnelt sich öfters mal. Aber mal gucken, was wir heute hier drin haben. Diese Variante habe ich nämlich euch noch nicht vorgestellt, habe ich jetzt auch das erste Mal ranbekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Einzelration sein wird, einmal von der Größe her und vom Gewicht her. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Waage habe ich schon hier. So, die sagt mir, wir haben schon 2 Gramm. So. Und da sehen wir haben hier 697 Gramm. Und ich sage mal, eine 24-Stunden-Reaktion haben wir im Normalfall so um die 2 Kilo. Von daher sollte das schon hinkommen. Jo, ich finde die qualitativ, die französischen Rationen immer bisher sehr, sehr gut. Hab da eigentlich noch nie, wie man so schön sagt, einen Griff ins Klo gemacht. Es war bisher eigentlich immer sehr, sehr positiv. Von daher erwarte ich das hier natürlich auch. So, wir schauen uns das mal näher an. Es ist auf alle Fälle ein Pappkarton, wo wir hier eine dünne Plastikfolie drum haben. Sans Pork heißt ohne Schweinefleisch. Das heißt, das müsste eigentlich auch halal geeignet sein. Bin ich mir aber nicht sicher, steht es glaube ich nicht explizit drauf. Ich sehe es zumindest jetzt nicht. Werden wir dann aber mal sehen, wenn wir das Ganze aufmachen. Jo, wir haben jetzt draufstehen, was wir hier alles drin haben. Wir lassen natürlich ein bisschen überraschen. Wer es aber gerne schon wissen möchte, kann sich das Ganze jetzt hier als Bild sozusagen einfrieren. Jo, es ist immer Ziep, kommt aus Capieux, wenn ich richtig ausspreche. Und wir haben hier hinten einen Warnhinweis drauf. Das heißt, dass wahrscheinlich Espe-Tabletten mit drin sein werden. Gehe ich jetzt mal von aus. Oder einen Heater. Aber da die meistens solche runden Dosen haben, wird es wahrscheinlich Espe sein. Jo, machen wir das Ganze mal auf. Wir haben übrigens auch oben natürlich das Original-Siegel, dass das auch für die französische Armee sozusagen gedacht ist. Jo, machen wir das mal auf. Zack. Ja, das ist doch ganz schön fest. Die Außenfolie ist relativ dünn. Die müsste aber trotzdem, ich sage jetzt mal, grobes Wasser bzw. Schmutz abhalten. Unter Wasser geeignet ist es definitiv nicht. Und ich denke mal, ölresistent wahrscheinlich auch nicht. Jo, und dann haben wir noch einen Pappkarton. Hat den Vorteil, dass es natürlich an sich das Paket stabil bleibt. So, ich denke auch mal, das wird eher für so eine kleinere Geschichte gesagt sein, wenn irgendwo mal ein Einsatz ist. Und als Zwischenlösung für irgendwas. So, wer es weiß, schreibt es wie gesagt gerne in die Kommentare. Packen wir das Ganze mal aus. Na, es klemmt hier. Also der Kleber hier ist sehr gut. So, jo, wie ich mir schon fast gedacht habe, haben wir hier ein Espe-Kit. Haben wir jetzt Smart Heating Kit, es gibt ja auch noch größer. Wir können das mal auspacken hier. Ja, die haben hier immer so ein Mülltütchen, sag ich mal, mit. Das nehme ich immer ganz mit, wenn man irgendwo auf Tour ist. Beziehungsweise wandern, denn da fliegt der Müll durch die Gegend. Und gerade wenn man jetzt Essensreste oder sowas hat, schmiert es nicht den ganzen Rucksack voll. Jo, wir haben jetzt hier nochmal Streichhölzer. Dann haben wir hier die Espe-Tabletten. Wie gesagt, da habe ich eine ganze Menge da. Finde ich immer ganz coole Sache. Und diese Heater sind ganz praktisch, wenn man zum Beispiel ja, im Sommer unterwegs ist. Da will man natürlich nicht unbedingt draußen da offenes Feuer machen. So, das lege ich mal beiseite. Bei den größeren ist auch, glaube ich, noch ein Zahnstocher mit drin. Also kann ich mich zumindest dunkel dran erinnern. So, jo, wir haben hier noch Taschentücher. Die sind irgendwie in einem kleineren Format, aber irgendwie noch anders gefaltet. Ist aber bei denen irgendwie immer so. Gut, aber im Endeffekt nichts zur Sache, ist unwesentlich. Jo, dann haben wir jetzt hier den Kaffee, den probieren wir noch mal. Den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Nö, der kommt mir neu vor. Dann haben wir hier Schokolade, 70-prozentige. Da gibt es verschiedene Sorten, genau. Die hat man schon ein paar Mal gehabt. Hier ist er vom Klaus. Muss ich immer lachen irgendwie. Concert-Debuts, Chocolatier. Also die war immer sehr, sehr lecker. Es gab 65-prozentige, glaube ich, noch und 50er. Bin ich mir jetzt aber nicht so wirklich sicher. So, dann haben wir hier Brandade de Nimes. Jetzt muss ich mal schauen. Da ich dem Französisch jetzt nicht mächtig bin, müssen wir mal gucken, was das ist. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal.
Blaue Insel. Mandate von Nimes. Ein toll. Na gut, lassen wir uns mal überraschen. Oh, jetzt hat er noch was. Nein, hat nicht. Okay. Vielleicht ist es irgendwie Makrelen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Das hatte ich auf alle Fälle schon mal. Das war im Prinzip so eine Milchgeschichte. Genau, Milchreis mit Vanille wird es wahrscheinlich sein. Jupp, sieht so aus. Lassen wir uns überraschen. Die Dinger sind übelst lecker. Da gibt es noch mit Schoki. Die hatte ich euch auf alle Fälle schon vorgestellt. Und wir haben hier Tortellini mit Rindfleisch. Können wir Übersetzer nochmal holen, aber ich glaube, das ist eindeutig. Na. Reine Rindfleisch-Tortellini. Jo. Also ich bin von den Rationen immer begeistert, vor allem auch von diesen Konservengeschichten. Die sind extrem lecker. Ich finde, man bekommt die französischen Rationen auch zu relativem fairen Preis ran. So, legen wir das mal beiseite. So, okay, fangen wir mit dem Kaffee an. Ja, Tee oder sowas haben wir jetzt hier nicht dazu. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, 2 Gramm haben wir drin. Das heißt, das wird für einen Pott sein. Man sieht auch hier, das ist auch schon optisch irgendwie nicht wirklich eine Tasse, sondern sieht eher doch nach einem Pott aus. Da werden wir uns mal einen nehmen. Heißes Wasser habe ich schon. So. So. Das wird im Prinzip jetzt gleich mein Abendbrot hier. Gut. Das ist natürlich sehr passend beim Kaffee, ne? Aber naja. So. Also wird es wahrscheinlich wie eine Art, na gut, Frühstücksration. Tortellini. Ja, aber ich denke mal, es wird für 8 Stunden gedacht sein, eine Mahlzeit. Einfach rein von der Menge her. Ja. Für den ganzen Tag auf alle Fälle nicht. Für einen halben ist für den Soldaten auch ein bisschen wenig. Jupp. Riecht irgendwie ziemlich neutral. Schmeckt auch ganz schön mild. Es kann natürlich sein, dass ich das zu weit gestreckt habe, dass doch für eine Tasse gedacht war. Aber. Ach hier, 14 Zentiliter, okay. Nee, da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Aber das schmeckt trotzdem sehr lecker. Passt. Gut, so stellen wir das Ganze mal beiseite. So, schauen wir uns mal die Geschichte an. Jetzt haben wir natürlich hier keine Hartkekse oder irgendwas dazu. Aber man kann das bestimmt auch so löffeln. Ach, das ist was ganz anderes. Jo, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist doch Fisch. Ah, okay. Das ist eine Fischpastete. Jo, definitiv. Gewöhnungsbedürftig. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich denke mal, hier müsste man irgendwie im Brot irgendwas dazu essen. Kann man eins machen. Ich habe nämlich noch so schöne Hotcakes hier. Die gehören jetzt natürlich nicht zur Ration dazu, deswegen zeige ich die jetzt nicht. Aber ich habe natürlich sowas immer hier. Dann werden wir das mal probieren hier drauf. Jo. Da nur wiederum passt das ja gut. Jo, es ist nichts zum Solöffeln gedacht. Gut, dann Not wäre das auch, glaube ich, auch egal. Jo, gut, stellen wir es mal beiseite. Ich schreibe schon unten nochmal direkt mit ein oder blende es mit ein, was es im Prinzip genau ist, wenn ich es natürlich herausfinde. So, gucken wir uns die Schoki an. Sonst mache ich die mal Schluss. Machen wir sie mal hier ein bisschen eher. Ja, dunkle Schokolade, hier 70% Kakaoanteil, 25 Gramm haben wir hier drin. Yep. Ja, gut, was soll ich da erklären? Halt eben, ja, zarte Schokolade. Aber sehr mild und cremig. Sehr, sehr lecker. Also muss ich wirklich sagen, die hat nicht so diesen herben Beigeschmack, wie teilweise die ja, zartbitter Schokoladen haben. So, wo mich das auch nicht stören würde, weil ich die gerne esse. Jo, machen wir das Ganze mal auf. So, Milchreis.
Beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, eine Art Milchpudding mit Reis. Okay, mal gucken, ob man gut ist. Es soll Vanille darstellen, auf alle Fälle. Mal schauen, was wir hier noch stehen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir anders vorgestellt. Schmeckt aber nicht schlecht. Ich hätte mir so einen Vanillepudding, fände ich besser. Zumindest wenn es so ein bisschen fester wie Pudding wäre. Aber leckere Geschichte. Jetzt kommt das Süße unten durch. Wahrscheinlich wieder länger umrühren. Ja. Jetzt geht es ein bisschen in die Milchreisrichtung. Ist auch ein bisschen flüssiger. So, das kommen wir zum Hauptmenü. Wie gesagt, ich würde es erst mal kalt probieren und dann mache ich natürlich wieder Erfahrung. So, ja, Gott, Reis kommt mir im Hals noch. So, nehmen wir uns mal hier einen großen Löffel. Jo, Tortellini eindeutig. Und Tomatensauce mit Rindfleisch gefüllt. Wir probieren es erstmal wieder so. Jo, das war mein Magen. Ich habe nämlich langsam Hunger. Jo, also geruchlich wahnsinnig würzig. Nach Tomaten und zu italienischen Kräutern. Sehr geil. Leckere Geschichte. Jo. Sehr, sehr lecker. Gut, ich mache das Ganze mal warm. Und dann kommen wir schon eigentlich zum Fazit. So Leute, ich bin wieder da. Ich habe das Ganze mal warm gemacht. Ja, geruchlich. Riecht eigentlich genauso wie vorhin. Schön würzig. Und nach Tomate. So. Bisschen heiß noch. Natürlich logischerweise durch die Wärme ist deutlich weicher wie vorhin. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das Rindfleisch ist, würde ich jetzt nicht wirklich durchschmecken. Also das, jo, wenn ich es nicht wüsste. Wüsste ich nicht. Schlaue Erkenntnis. So, probieren wir noch mal eins. Ich weiß auch, konzentrieren wir uns auf den Inhalt im wahrsten Sinne des Wortes. Nee. Also würde ich jetzt nicht rausschmecken. Damit sollte das Ganze aber wahrscheinlich, wie gesagt, auch allein geeignet sein. Bin ich mir nicht sicher. Wer es weiß, schreibt es gerne unten in die Kommentare. So, kommen wir auch zum Fazit des Ganzen. Ja, also ich muss sagen, wie immer bin ich von den französischen Rationen echt begeistert. Qualitativ sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr leckere Geschichte. Es ist natürlich jetzt eine kleine Geschichte gewesen, wird vielleicht für eine Mahlzeit gewesen sein. Macht es Sinn, sich das oft mit der Tour mitzunehmen? Auf alle Fälle, auch vielleicht so als kleine Notration oder kleine Beilage, wenn man sagt, man übernachtet irgendwo, dass man sich das abends warm macht und sich nochmal andere Sachen mitnimmt für den Tag, passt das sehr, sehr gut. Macht es Sinn, sich das aufs Lager zu legen? Jein. Also im einfachen Hintergrund ist es natürlich eine kleine Ration. Es ist auf alle Fälle gut lagerbar, gut stapelbar und es ist Spritzwasser geschützt. Das auf jeden Fall. Aber ich sage, man bekommt, zumindest kann ich mich dunkel erinnern, dass es glaube ich um die 15 Euro waren, zumindest größere Ration dafür. Das muss man ganz klar sagen. Also ist hier ein bisschen so ein kleiner Sonderling. Ja. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Lasst eure Meinung immer gerne in den Kommentaren da. Lasst ihm auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, damit den Kanal weiter unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.